Ja, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem heutigen Spiel in der DEGL 2 zwischen den Davos Rosenheim und dem Dresdner Eislöwen. Der Endstand, der lautet 3:9, 2288 Zuschauer waren zu Gast heute im Rosenheimer Stadion. In den anderen Spielen, da haben wir zwei Endstände. Bad Nauheim verliert zu Hause gegen Kaufbeuren 3:4. Freiburg verliert zu Hause gegen Bietigheim 4:6. Risser, sie führt Mitte des letzten Drittels gegen Frankfurt mit 5:2. Ebenfalls Mitte des letzten Drittels Grimmitschau gegen Heilbronn 2:2 und Ravensburg gegen Weißwasser 1:1. Bremerhaven-Kassel, da haben wir keine aktuelle Zwischenstand hier. Da stand es nach dem ersten Drittel 0:1. Ja, Heimniederlage heute für die Stavros Rosenheim. 3:9. Ich begrüße natürlich Gästetrainer Bill Stewart ganz herzlich in Rosenheim. Auch Franz Stier, Stabelscoach, ist hier. Steht uns gleich Rede und Antwort. Das erste Wort. Das erste Statement darf natürlich wie immer der Gästetrainer abgeben. Bill, ganz herzlichen Glückwunsch zum Sieg, zu einem recht überzeugenden Sieg. Wie hast du das Spiel heute gesehen? Ja, guten Abend zusammen. Das war ein wichtiges Spiel für uns. Ein bisschen glücklich. Und die Untersaal-Spiel für uns war sehr, sehr stark heute Abend. Zwei Tore. Gegentor 5 gegen 3, aber super gemacht von unserer Mannschaft. Und unser Offensive-Spiel war sehr stark aus. Und ein bisschen glücklich. Heute Abend wir haben gespielt sehr, sehr intensiv und mit Schnelligkeit und Leidenschaft. Dankeschön. Ja, danke Bill. Ganz kurze Frage. Du hast gesagt, glücklich. Was war heute so glücklich an eurem Spiel? Ihr habt mit 6 Toren Unterschied gewonnen. Ja, Potluck. Some seeing eye goals. Das war glücklich für uns. Gegen Freiburg, das zweite Spiel, when I was here, kein glücklich mit den Scheiben und heute Abend glücklich. Alles klar, danke Bill. Ja. Franz, ein gar nicht so glückliches Fabulous-Coach, logisch nach einer im Endeffekt vom Ergebnis her klaren Niederlage. Wie hast du denn das Spiel gesehen heute? Ja gut, es hat natürlich schon sehr schlecht angefangen. Wir haben der Mannschaft die Tore gezeigt, die wir beim letzten Heimspiel haben. Das waren 3 Kontertore. Letztendlich haben wir durch Scheibenverluste diese Tore auch zugelassen. Kann man über Torhüterleistung sagen, was man will. Ich meine, das, was der Bill gesagt hat, die Scheibenglücke, die haben die Chance, die Scheiben gehabt und haben ein Tor schießen können. Aus welcher Situation auch immer, die Scheibe ist aufs Tor und ist reingegangen. Ob die der Torwart dann halten muss oder nicht. Unser Defensivverhalten war insofern schlecht, weil wir die Scheibe vorne nicht tief gebracht haben oder auch beim dritten Tor, gleich Anfang des zweiten Drittels, du bist 2-0 hinten, kriegst so also einen Lupfer, wo dann noch reingeht. Das zweite war ähnlich. Das darf so nicht passieren, man muss noch konsequenter spielen. Und das dritte war auch, das war auch ein Scheibenverlust im Mittelteil vor T-Punkt. Und dann bist du halt, dann kommt das vierte, ein Schuss von der blauen Linie, geht der volle Leitpunkt. Solche Spiele gibt es. Wir haben dann natürlich durch den Ausfall vom Stretch, der einen hohen Schlag ins Auge gekriegt hat. Der ist jetzt beim Armarzt und ein Ausfall von Wade Strakow. Das entschuldigt das nur bedingt, weil diese Fehler darf man einfach nicht machen. Diese Scheibenverluste, das darf man nicht machen. Und Dresden hat einen sehr, sehr guten Lauf. Die haben eliminiert von der Anzahl der Spieler gehabt. Hat auch die vierte Reihe mit einem Mittelstürmer dann dazu gespielt. Die haben sehr viel Energie entwickelt und das haben wir halt nicht kompensieren können. Und das Scheibenglück, wenn du halt jede zweite Chance einen Schuss aufs Tor, ein Tor schießen kannst, ja, das brauchst du. Dann lässt du immer hinten nach. Man hat auch gemerkt, die Mannschaft ist dann auch verunsichert worden, es sind die Pässe nicht mehr gekommen, Verantwortung übernehmen. Das ist nicht so einfach in so einer Situation für eine Mannschaft. Ja, hast du vielleicht angesprochen, Wade McLeod hat natürlich gefehlt. Was fehlt ihm? Und André Schnarko fehlt es, glaube ich, schon seit 3 Wochen. Was fehlt ihm genau? Wann ist mit seiner Rückkehr zu rechnen? Der Schnarko hat Grippe. Der McLeod hat nach dem
Check. Wir haben am Mittwoch freiwilliges Training gehabt, da war er schon nicht da. Und am Donnerstag war er trainiert, jetzt hat er wieder Kopf gekriegt. Das war aufgrund des Checks 35 oder 38 Sekunden vor Schluss. Dann hat es dann anscheinend doch besser gestaucht und dann muss man natürlich herauslassen. Dann ist der Teiler kurz ausgefallen durch einen. Muss man das anschauen, ob das dann ein Foul war. Da haben wir 2 plus 2 gegeben. Der hat es am Auge, der ist jetzt beim Armarzt, weiß ich nicht. Das tut uns schon weh, aber das entschuldigt nicht das schlechte Defensivverhalten. Wo wir bei waren, ich habe mir jetzt die Tore alle nochmal angeschaut. Die kriegt die Scheibe, der schießt bumm, um auf. Das triffst du nicht immer. Das ist so. Ich muss sagen, großen Respekt vor unsere Fans, die trotzdem, dass da Leute pfeifen, ist auch klar. Aber das war jetzt schon wirklich auch positiv für die Mannschaft, sage ich, dass die dann auch nicht alle ausgeführt sind. Ja, aber es ist sicherlich das Defensivverhalten. Wir waren immer ein bisschen zu weit weg, aber der schießt dann und ja, es hilft nichts. Wir werden das aufarbeiten und das Schöne ist am Eishockey, es geht ja gleich wieder weiter. Du hast jetzt Tyler McNeely gesagt, hast du den Sisse Stretch gemeint mit der Gesichtsverletzung. Nein, der Tyler hat ja. Das war im ersten Drittel. Ja, der ist ja 8 Minuten vor Ende, genau, ist der raus. Genau. Es ist natürlich dann schwierig, wenn du dann eine Überzahl trainierst, du musst dann alles wieder durcheinander schmeißen. Dann habe ich die Ausländer von einem Tyler, der hat die ersten paar Wechsel, ich meine, das geht gar nicht mehr, weil das ist halt wirklich ein rothaariger, zarter Hund. Da kannst du nichts anderes sagen, der immer alles tut. Ist natürlich dann für uns schon, wenn es dann wieder Stretchy auch weg war, nicht so einfach. Wir haben nicht den top besetzten Kader, dass wir das dann so einfach kompensieren können. Aber es sagt nichts über diese Fehler aus. Das war jetzt eine einfache Entschuldigung, weil die gefehlt haben. Das darf so nicht passieren. Aber es passiert im Eishockey, wenn du so viel. Das ist, wenn der gegnerische Trainer so sagt, das war auch Packlack. Oder der Pass geht rüber, dann wird er halt abgefangen aus der Luft mit dem Schläger. Das geht nicht immer. Aber wenn du halt vorn bist, dann läufst du dich auch viel leichter. Ja, und wir haben eine sehr junge Mannschaft. Da ist es dann halt schwierig, dass die dann die Nerven bewahren oder dann auch die Verantwortung übernehmen können. Was ich eigentlich noch auswählte, war eben das Strafmaß für den hohen Stock mit offensichtlicher Verletzungsfolge, dass es da 2 kleine Strafen gibt. Hast du das verstanden? Der Schiedsrichter hat zu mir gesagt, er hat das nicht gesehen, er ist ja gleich in der Kabine. Da sage ich, soll er warten, wenn der Schmerzen hat. Der Stretchy ist klein, der hat anscheinend einen Schläger unter das Auge gerückt und da ins Auge rein. Jetzt muss man halt schauen, was da rausgeht. Okay, gibt es Fragen noch von Seiten der Pressevertreter an die Trainer? Dann gehen wir gleich ins Mikrofon von Stefan Nickert. Franz, wenn man jetzt sieht, dass Sitche Stretch vielleicht verletzt ist, weil McLeod heute nicht dabei ist. Rosenheim ist mit Blick auf die Scorerliste in diesem Jahr abhängig wie noch nie von den Ausländern. Wird er da Angst und Bange vor den nächsten Spielen? Ja, was hilft mir das, wenn ich Angst und Bange hätte? Wir spielen am Sonntag wieder und da müssen wir schauen, dass wir das Beste draus machen. Das kannst du ja immer. Ich meine, andere Vereine haben jetzt, ich meine, Dresden hat auch noch 2 Spieler mit dem Switz und mit dem Endras nachgeholt und haben sie noch mehr einen Ausländer geholt. Das ist, dadurch kannst du natürlich dann das alles einfach machen. Das können wir halt nicht. Ganz einfach. Du warst bei der letzten Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Ravensburg ja ziemlich sauer auf den Schiedsrichter, hast da angekündigt, dass eine Zusatzmeldung gemacht wird. Später hast du dann gesagt, du sagst nichts mehr zu dem Thema. Der Ärger verraucht oder nur das Motto, es bringt sowieso nichts? Verraucht, das ist natürlich bitter, wenn so eine Strafe und jetzt, das war nach dem Spiel jetzt nicht abzusehen, weil wir haben am nächsten Tag frei gehabt, dass der tatsächlich da Probleme hat. Ja. Und das ist von dem Check gekommen. Dann ist das schon bedauerlich, aber wenn ich mich jetzt mal wegen des Schiedsrichters aufregt, dann. Das hilft ja nichts. Das hilft im Endeffekt nichts. Das muss man intern lernen und kann das intern den Leuten sagen, aber in der Öffentlichkeit bringt es sowieso auch nichts. Gibt es noch Fragen? Ja. Die haben Sie gerade schon angesprochen. Vielleicht lassen wir ganz kurz das Mikrofon, dann haben wir die Frage gleich für alle Zuhörer auch. Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen. Das Defensivverhalten hat ein bisschen zu wünschen übrig gelassen. Das ist völlig unabhängig von den Ausländern, von den Kapitänspielern. Der Spielaufbau war
teilweise, naja, ich will nicht sagen, ganz miserabel, aber da gab es viele Schwächen. Was macht Ihnen besonders viel Mut, dass das demnächst anders wird? Man muss immer schauen, was der Gegner macht. Ich meine, Dresden hat jetzt, ich weiß nicht, wie viele Spiele hintereinander gewonnen. Ich hab einen Freund von mir, hat in Kassel zugeschaut. Dresden hat brutal offensiv gespielt, hat eine brutale Überzahl gehabt. Die haben nicht umsonst jetzt einen Lauf. Die haben sich personell nochmal verstärkt. Die haben bis auf den Keilen, ist keiner verletzt, den haben sie ersetzt mit dem finnischen Neuzugang. Ja, das ist ja vorher auch schon, die ersten 10 Spiele waren das auch schon eine Top-Mannschaft in der Liga. Die haben dann einmal eine Schwächephase gehabt und dann, und jetzt kommen sie halt wieder. Ich meine, die sind breit besetzt, die haben gute Förderlizenzspieler von Berlin. Ich meine, das sind alles keine Pappnasen, die Liga, die man spielt. Die haben mit 2 Mann permanent vorgecheckt, da tut sich jede Mannschaft schwer mit einem Aufbau. So ist es. Bloß die Tore sind halt letztendlich speziell auch die ersten 3 Tore. Die sind viel zu einfach gefallen. Wenn du dann gegen die einmal ein Tor oder 2 schießt, dann kannst du schon wieder kommen. Dann kommen wir auf 6-3 hin. Gut, dass wir es gewinnen, ist unwahrscheinlich. Ja. Dann kriegst du wieder durch ein Fehlverhalten in der Abwehr ein Tor, wo dann durchs Hosenbein geht. Ja, es ist so. Unsere Torhüter sind 2 junge Torhüter. Mit denen muss man Geduld haben, die haben eigentlich bisher eine sehr gute Saison gespielt. Jetzt läuft es halt momentan bei beiden vielleicht nicht so. Das ist halt so. Mit dem müssen wir leben. Das wäre die zweite Frage gewesen auf den Torhüter. Die wechseln die ja immer ständig. Nee, stimmt nicht. Da spielt man mal 2-3 Spiele, dann ja, spielt wieder mal der nächste. Ja. Ist so. Ja. Heute die falsche Auswahl getroffen, hat das den Spielverlauf arg bestimmt? Das müsste man wie sehen, wenn der andere drin wäre, von Anfang an. Also das kann man so nicht sagen. Also das sieht nicht so. Das sind 2 gute Jungs, die fleißig sind. Der Alas sie trainiert sehr gut mit ihnen. Man muss vorsichtig sein mit, wie soll ich das sagen, die Torhüter, die, wenn halt einen Fehler machen, dann ist er drin. So ist es. Und das musst du auch verarbeiten als Torwart. Ich bin kein Torwart, aber ich habe auch Spieler drin, wenn die einen Fehlpass machen, dann ist es ganz schwer, dass sie wieder ins Spiel zurückkommen. Da gibt es auch erfahrene Spieler. Das ist eine Erfahrungssache und das ist halt so. Okay. Eine Frage an den Billy Stewards. Es war zu lesen, Sie bereiten sich 15 Stunden auf den nächsten Gegner vor, was Videoanalysen anbetrifft, Vorbereitung und Gespräche mit den Spielern. Gehört dazu beispielsweise auch eine Analyse der Schwächen von Torhütern, weil heute waren einige Torhüter nahezu deckungsgleich. Einige Schüsse immer wieder auf die Fangern beim einen, flach bei dem anderen. War das Ihre Vorbereitung? Schießen, schießen, schießen. Für uns, ich denke, unser Verteidiger ist sehr, sehr wichtig für offensive Spiel. And the Torhüter for Rosenheim heute Abend couldn't see the puck. It was a lot of people in front of him, and unser Chancen was sehr sehr stark. Aber vielleicht. Okay, sorry. Also diplomatische Antwort von Bill Stewart, der es, glaube ich, ganz richtig eingeschätzt hat, der bei einigen Toren da war auch viel Betrieb vor dem großen Erfolg, glaube ich, das kann man so sagen. Ja, weitere Fragen gibt es, glaube ich, nicht. Dann haben wir es für heute geschafft. Ganz kurz noch ein Hinweis, die Star Bulls treten am Sonntag in Heilbronn an. Um 17.30 Uhr ist da bereits Spielbeginn und das nächste Heimspiel dann Sonntag in einer Woche. Das ist der 14. Februar um 17 Uhr hier gegen die Bietigheim Steelers. Danke für das lange Aushalten, danke für die Aufmerksamkeit, ein schönes Faschingswochenende und wir sehen uns wieder am 14. Februar hier gegen Bietigheim. Servus. Danke.